Something old, something new, something borrowed, something blue. Hallo, mein Name ist Anja Sattler, ich bin eure Schneidermeisterin und ich möchte euch gerne begleiten bis zum großen Tag. Dieses kleine Poem, dieses kleine Gedicht kennen ganz viele und viele sind auch auf der Suche nach etwas Blauen, was man an dem Tag trägt. Ich habe als Schneiderin schon ganz viele blaue Sachen ins Kleid reingenäht, kleine blaue Steine oder andere kleine Dinge, die man halt vielleicht geschenkt bekommen hat oder vererbt bekommen hat. Der Klassiker ist natürlich das Strumpfband. Das habe ich nochmal neu aufgelegt sozusagen. Ich habe nochmal gesagt, wir müssen ein Strumpfband haben, was halt ein schönes Blau hat und nicht immer so ein Babyblau, sondern das ist eher so ein Vintage-Blau. Das ist eine ganz, ganz hochwertige Spitze, die sogenannte Wimpernspitze, die halt wirklich ganz süß und sexy am Bein ist, ganz toll elastisch ist, nochmal eine kleine Perle hat. Und dieses Strumpfband kann ich euch wirklich als Something Blue ans Herz legen. Wer sagt, ach, ich möchte noch ein bisschen kleinen Akzent haben, mein Kleid ist vielleicht Champagnerfarben, da kann man auch vielleicht dieses noch dazu geben. Da haben wir dann Champagnerfarben, das Satinband passend zum Kleid als kleine Variante. Ein absolutes Highlight und ganz, ganz neu auf dem Markt sind aber meine halterlosen Strümpfe mit blauer Spitze. Das heißt, das sind Stay-Ups, die halten ganz normal wie eure halterlosen Strümpfe auch, sind innen mit Silikon versehen und haben halt einen ganz, ganz tollen nudefarbenen Farbton. Das ist ein ganz schöner Stoff, der sehr robust ist. Das heißt, man zieht sich nicht sofort eine Laufmasche und die Spitze ist halt sehr breit, nämlich 13 cm breit. Da habe ich darauf geachtet, dass sie ganz, ganz angenehm ist, nicht einschnürt und wirklich, wirklich sexy aussieht. Also jeder, der gerne dieser Regel folgen möchte, diesem wunderbaren Gedicht folgen möchte und sagt, ich möchte etwas Blaues, something blue, der hat tatsächlich mit diesen zwei Produkten die perfekte Antwort. Auch wer der ein oder andere, der vielleicht nicht gerade heiratet oder ein Geschenk sucht für die Braut, das ist hier the secret. Geht gerne auf meine Homepage unter www.yes2thedress und in meinen Online-Shop und dann könnt ihr die Artikel bei mir kaufen und vielleicht auch weiter verschenken. Das ist wirklich eine ganz süße kleine Geste und immer noch mal so einen kleinen Kick, dass man sagt, man hat etwas something blue. Wenn euch diese Tipps gefallen haben, gerne Daumen hoch. Denkt dran, mich zu abonnieren, weil ich habe noch eine Fülle von Tipps für euch, bis es dann soweit ist und ihr sagt Yes to the Dress.